Ja, hallo zusammen. Ein Thema, über das man in der Kinderarztpraxis mit Eltern leider immer wieder reden muss, ist, wie gehen Eltern damit um, wenn sie sich trennen oder scheiden lassen? Was muss man beachten, damit das Ganze für das Kind möglichst wenig schlimm abläuft? Und über die Jahre habe ich da doch relativ viel Erfahrung gesammelt und habe immer zwei Hauptbotschaften an die Eltern. Erstens. Ein Kind liebt seine Mutter, ein Kind liebt seinen Vater und nichts verunsichert ein Kind mehr, wie wenn es das Gefühl hat, dass das eine Elternteil in ein schlechtes Licht gerückt wird. Also Kinder können gar nicht damit umgehen, wenn plötzlich von der Oma oder von der Mutter der Vater schlecht gemacht wird oder andersrum. Deswegen ist meine Botschaft immer, reden Sie vor Ihren Kindern niemals schlecht über das andere Elternteil. Sie können sich mit Ihren Freundinnen oder Ihren Freunden treffen und über Ihren Ex-Partner herziehen, weil Sie einfach Druck ablassen müssen, aber nicht vor den Kindern. Punkt 2. Kinder sind Routinetiere. Kinder brauchen Verlässlichkeit. Es gibt im Prinzip nicht das eine Modell, wie Kinder einer Trennung aufgeteilt werden. Also eine Woche Mutter, Wochenende Vater, 2 Wochen Mutter, 2 Wochen Vater. Da ist alles gut, was funktioniert. Aber es muss verlässlich sein. Es muss zuverlässig sein. Es ist nichts Schlimmeres für ein Kind, wie wenn es weiß, mittwochs um 14 Uhr kommt der Papa und plötzlich kommt er nicht. Oder der kommt überraschend schon Dienstag um 16 Uhr, womit das Kind gar nicht rechnet. Gleiches gilt natürlich für die Mama. Also ich fasse zusammen, egal wie blöd Ihre Situation als Eltern in Trennung ist, 2 Punkte sind wichtig. Halten Sie das Bild Ihres Partners beim Kind hoch, weil das Kind einen tollen Papa und eine tolle Mama braucht. Und seien Sie zuverlässig und klar in Ihren Abmachungen, weil das Kind ein klares Gerüst für den Alltag braucht. Bis nächste Woche.